Ich habe Gänsehaut bekommen und war sehr, sehr, ja, schön überrascht, weil ich gesehen habe, ich bin auf dieses Video gestoßen durch die militante Veganerin Raffaella. Danke fürs Teilen. Hier, das Video, was folgt, das ist eigentlich in, also nicht meiner Stadt, weil ich bin nicht hier geboren, aber da, wo ich wohne, das ist hier passiert. Und da hat ein Junge, ein 13-Jähriger, der hat eine Rede gehalten bei, also das war eigentlich ein Klimastreik, und der hat sich gegen Speziesismus geäußert, also der Gedanke, dass Tiere irgendwie niedriger als Menschen wären, dass sie weniger Rechte verdienen oder dass sie keinen Respekt verdienen oder dass manche von denen Respekt verdienen, aber andere nicht, und dass sie das deswegen, dass man ein Fasi weiter unterdrücken kann und sie in Gaskammer schicken kann, schreddern kann, also lebendig, dass man sie häuten kann, dass man sie enthaupten kann oder was auch immer die Menschen noch mit manchen Tieren machen. Und deswegen wollte ich auf diese Rede reagieren, euch das zeigen, weil ich der Meinung bin, dass dieser Kerl hier auf jeden Fall viel, viel mehr Unterstützung braucht von euch. Auf Instagram ist er auf jeden Fall, vielleicht auf anderen Plattformen. Ich werde mich erkundigen und dann werde ich die verschiedenen sozialen Netzwerke in die Beschreibung einfügen. Ja, also viel Spaß beim Zuschauen. Hallo, ich bin Kai vom Rögi und möchte euch kurz etwas über Speziesismus vorstellen. Erstmal, Karl, also danke für deine Rede. Ich finde den Pulli auch richtig cool. Es sagt: Don't ask me why I'm vegan, ask yourself why you aren't. Also frag mich nicht, warum ich vegan bin, frag dich selber, warum du nicht vegan bist. Also Tiergerechtigkeit. Okay, er wird über Speziesismus, Tiergerechtigkeit reden, wie ich das erklärt habe, Speziesismus. Genauso eine Art Unterdrückung wie Rassismus, Sexismus und andere Ungerechtigkeiten. Stellt euch vor, man würde einen Hund bei lebendigem Leibe das Fell inklusive Haut vom Körper reißen. Ich denke, nein, ich bin mir sicher, das würden die meisten Menschen nicht ansehen oder unterstützen wollen. Warum aber bei Wölfen? Diese werden nämlich bei lebendigem Leib ohne Betäubung oder sonstiges gehäutet. Für zum Beispiel Fell an euren Jacken. Wo ist der Genau, also diese Tiere in der Pelzindustrie, da sind nicht nur diese Tiere, aber Füchse, Kaninchen, das sind, ich glaube, Marder heißen die. Die bekommen einen Stromschlag durch den Anus, durch ihren Arsch. Also stellt ihr euch das mal vor, wenn man das bei Menschen machen würde, sowas wie Psychopath, das ist. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Stellt euch vor, man würde Kitten, also Babys von Katzen, ohne Betäubung oder sonstiges vergasen, zerschreddern oder zerquetschen. Bei Kitten wäre es eklig und abartig, aber bei Küken ist es in Ordnung und erlaubt. Wo ist der Unterschied zwischen den beiden? Stellt euch vor, man. Genau, und das Vergasen, ich erinnere euch daran, das ist auch die Standardpraxis, das ist wie Schweine in Deutschland ermordet werden. Die werden in eine Gaskammer vergast mit CO2. Und die verbrennen einfach von innen nach außen. Die erstmal brennen die Augen und dann können sie schwierig atmen und dann die ersticken einfach. Und überall brennt's, also ich glaube in ihren Lungen, weil genau da, wo die Schleimen sind, da hast du das Gefühl, dass du einfach von innen verbrennst. Also stellt ihr euch das mal vor, das ist einfach sowas von fucking grausam, dass überhaupt sowas existiert. Ja, statt sich für die Leichenteil von diesem Schwein zu entscheiden, wie wäre es mit einfach vegan Schinken oder vegan Aufschnitt, vegan Bacon oder Braten, Schnitzel, was auch immer. Wie wäre es damit, sowas zu kaufen, was einfach aus Pflanzen besteht, statt die vergasten Körper
von Schweinen zu essen. Würde weibliche Menschen auf engen Raum einsperren, vergewaltigen, ihre geborenen Babys ihnen wegnehmen und ihnen ihre Muttermilch stehlen, obwohl es über 500 verschiedene Pflanzenmilchalternativen gibt. Das ist genau in ein paar Wörter die Milchindustrie zusammengefasst. Das ist auch Standardpraxis, egal ob es beim Bauern von nebenan ist oder in, ich sag mal so, in großen Betrieben. Das ist einfach die einzige Weise, wie man die Muttermilch von einer anderen Spezies klauen kann. Es kann nur entstehen, wenn Menschen die armen Babys von Kühen wegnehmen, ihre Muttermilch stehlen, obwohl sie erwachsen und abgestillt sind und vor allem keine Muttermilch von einer anderen Spezies brauchen. Es kann nur dadurch passieren und dafür bezahlt ihr jedes Mal. Jedes Mal seid ihr dafür verantwortlich und seid ihr der Grund, warum diese Tiere leiden und grundlos ermordet werden. Wenn ihr Milch in euren Kaffee gießt oder wenn ihr Joghurt kauft, Quark, was auch immer, wo Muttermilch von Kühen drin steckt. Sie dann nochmal vergewaltigen, bis sie nach ein paar Jahren down gehen, also runter. Bei Müttern von Kühen ist es in Ordnung? Nein. Genau, warum ist das in Ordnung bei Kuhmütter oder Mutterkühe? Warum ist das dann bei diesen Tieren normal? Und warum würdet ihr euch das nie mit Katzen oder Hunden vorstellen? Warum wäre das bei Katzen und Hunden nicht in Ordnung? Und wie rechtfertigt ihr sowas bei Kühen, obwohl ihr das gar nicht braucht? Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Willst du, dass man dich zum Beispiel heute zerschreddert, zerquetscht, vergast, einsperrt, aufschneidet, vergewaltigt, wegschmeißt, halbköpft, lebendig kocht oder ertränkt? Stell dir vor, man quält dich. Und das auch noch völlig unnötig. Würdest du das für dich wollen? Nein. Man kann sich das sowieso gar nicht vorstellen, was alles mit diesen Tieren passiert. Das ist einfach, selbst die schrecklichsten Horrorfilme, was ihr vielleicht in eurem Leben geschaut habt, das ist nicht mal 1% nah an der Wahrheit, also was mit diesen Tieren passiert, was mit denen gemacht wird. Das ist, ja, noch nicht 1% so grausam. Ich wiederhole mich nochmal, wie könnt ihr sowas rechtfertigen, wenn ihr 2021 einfach vegan leben könnt, wenn ihr gesund sein könnt? Und es gibt alle Möglichkeiten, man kann sich von vollwertigen Lebensmitteln ernähren oder wenn man das mag, dann einfach ja verarbeitete Produkte kaufen, die trotzdem rein pflanzlich sind. Einfach Tiere in Ruhe lassen. Und eine andere Frage auch an euch, würdet ihr gern Platz tauschen, wenn ihr sagt, dass es den Tieren so gut geht und dass dann das für euch das rechtfertigt, sie grundlos zu ermorden. Wenn es alles so schön für euch klingt, dann warum tauscht ihr nicht den Platz mit diesen Tieren? Ich bin mir 100%ig sicher, dass all diese Tiere nicht sterben, sondern einfach leben wollen. Meiner Meinung nach ist der einzige Weg, diesen Tieren diese Qualen zu ersparen, vegan zu leben. Veganismus ist nicht so schwierig, wie viele von euch vielleicht denken. Informiert euch einfach. Ja, und das alles von einem 13-Jährigen. Also der ist einfach mega schon ein Aktivist in seinem Alter, der hat schon Speziesismus verstanden und steht für Gerechtigkeit. Er hebt seine Stimme für die unschuldigen Lebewesen, die wegen euch ermordet werden. Erstmal viel Mut, dass er auf dieser Bühne gegangen ist und dass er diese Rede gehalten hat. Versucht mal, euch bitte dran zu erinnern, wie wart ihr als Kind? Habt ihr auch nicht solche Gedanken gehabt? Habt ihr das nicht eigentlich für normal gehalten, dass man Tiere respektieren sollte, dass man die nicht schlecht behandeln sollte, dass sie einfach das gleiche Recht haben, hier friedlich zu leben und respektiert zu werden? Ich nehme an, das war bei den meisten von euch und ihr wurden mit veganen Werten geboren und dann habt ihr irgendwie
diese Empathie, dieses Mitgefühl verloren. Fragt ihr euch selber, seid ihr alleine von alleine auf dem Gedanken gekommen, Tiere zu unterdrücken, dafür zu bezahlen, dass sie versklavt werden, vergewaltigt werden, gequält und ermordet werden? Nee, das wurde einfach in euren Köpfe so reingehämmert von der Gesellschaft, von Marketing, von Werbungen. Aber ihr werdet doch nie auf die Idee gekommen, das von alleine zu tun. Also wie könnt ihr das jetzt rechtfertigen, wenn ihr doch wisst, wie es in eurem Herzen früher war? Also bitte versuch dich dran zu erinnern, wie du als Kind gelebt hast, was du für Werte hattest. Und es ist nie zu spät, vegan zu leben. Du kannst ab jetzt vegan leben und wie Karl hier deine Stimme für diese Tiere erheben. Es geht nicht darum, das wieder gut zu machen. Ich werde mich für immer schämen und ich werde mich nie verzeihen können dafür, dass ich für diesen grausamen Holocaust bezahlt habe. Aber jetzt habe ich meine Macht wieder genommen. Ich habe meine Verantwortung wieder genommen und niemand kann wieder irgendwie dieses Recht von mir wegnehmen, für diese Tiere zu sprechen. Und das werde ich immer wieder machen, solange diese grausamen Industrien existieren, solange du dafür bezahlst, muss ich und jeder, der vegan lebt, für sie sprechen. Danke fürs Zuschauen. Bitte, wie gesagt, unterstützt Karl. Ich linke einfach alles in der Beschreibungsbox. Bis zum nächsten Video.